wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Adventszeit, eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Auf diesem Regalbrett gibt es wieder einige Sachbücher, wie die letzten auch, alles oder fast alles ungelesen. Von Ralf Heske, 4 Fragen, die alles verändern, das große Praxisbuch für The Work nach Byron Katie. The Work ist eine Methode meines Wissens gegen Depressionen. Neurolinguistisches Programmieren für Dummies, das ist also NLP, die Abkürzung dafür, ist eine, ja, Methode aus der Kognitions- und Verhaltenswissenschaft und kann eingesetzt werden für Pädagogik, Therapie und aber auch im Alltag. Steht hier mit dabei, auf einen Blick eigene Sichtweisen verändern, andere besser verstehen, erfolgreicher kommunizieren, das Leben positiv verändern. Von Romilla Reedy und Kate Burton. Von Tanja Metzen, mentales Stressmanagement, Yoga für den Verstand mit The Work von Byron Katie. Ich glaube, selbsterklärend. Christopher Chabris und Daniel Simons, Der unsichtbare Gorilla, wie unser Gehirn sich täuschen lässt. Da geht es um psychologische Abläufe im Gehirn, eben wie wir uns täuschen lassen und von unserer sogenannten Intuition leiten lassen, die vielleicht gar nicht immer recht hat. Von Gian Domenico Borasio über das Sterben, was wir wissen, was wir tun können, wie wir uns darauf einstellen. Von Jay Shetty, Think like a monk, also denke wie ein Mönch. Denn Jay Shetty ist selbst Mönch, beziehungsweise hat sich auf den Weg begeben, ist vielen vielleicht bekannt durch verschiedene kleine Clips, in denen er über Liebe, Kommunikation, Beziehungen, Weisheiten, wie auch immer spricht, Lebensweisheiten, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ich wollte das Buch unbedingt auf Englisch haben, direkt als es erschienen ist und natürlich auch direkt lesen auf Englisch, bevor es auf Deutsch erscheint, habe es aber nicht geschafft. Dementsprechend steht es hier noch ungelesen. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast, von Philippa Perry. Ja, auch das hätte ich sehr gerne schon längst gelesen, weil ich super spannend finde, was da so drin steckt und ob es tatsächlich so viel verspricht oder so viel hält, wie es verspricht. Schreibt mir sehr gerne, falls ihr das Buch kennt. Es ist ja doch schon ein bisschen bekannter geworden und es gibt, glaube ich, auch schon ein weiteres Buch auch von Philippa Perry. Dr. Joseph Murphy, Die Macht ihres Unterbewusstseins. Von Dr. Joe Dispenza, Ein neues Ich, das bereits gelesen, aber noch nicht mit dem 4-Wochen-Praxisteil beendet wurde. Und Dr. Joe Dispenza werde übernatürlich wie gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche erreichen. Why Not von Lars Ament, Inspiration für ein Leben ohne Wenn und Aber. Geht viel um positives Denken und überhaupt die Einstellung, das Mindset. Lorenz Marti, Eine Handvoll Sternenstaub, was das Universum über das Glück des Daseins erzählt. Es dreht sich um wissenschaftliche Erkenntnisse und philosophisch-poetische Weisheiten. Das Ergebnis ist eine vertiefte Wahrnehmung dieser ebenso rätselhaften wie wunderbaren Welt. Sie kann unser Leben verändern. Von John Strzelecki, The Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Die meisten kennen von John Strzelecki Das Café am Rande der Welt. Hat mir tatsächlich nicht gefallen und ich habe es auch auf eine Anti-Empfehlung hin gelesen. Ich bin gespannt, ob ich das hier tatsächlich noch lese oder anlese und dann zur Seite lege. Ein durchaus spannender Titel für eine Agnostikerin oder Atheistin, wie auch immer, von Shiva Ryu. Setze keinen Punkt an die Stelle, an die Gott ein Komma gesetzt hat. Weisheitsgeschichten. Von Sharon Lanier. Wem gehört die Zukunft? Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne, du bist ihr Produkt. Das hat mich absolut angesprochen. Weltwissen für Analogdenker, die Enzyklopädie der ausgedachten Fakten. Und das hier ist natürlich ein wahnsinniges Werk von Dr. Eckart von Hirschhausen. Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. 3 Krisen zum Preis von 2. Dort wendet sich Dr. Eckart von Hirschhausen, der eigentlich Arzt ist, sehr hin zur Klimakatastrophe und zu den Themen, die ja sehr wichtig sind und die gerade die Welt bewegen und setzt sich sehr dafür ein, was er auch aktuell in den Medien sehr tut. Finde ich wahnsinnig gut und wichtig. Das Buch habe ich, wie gesagt, leider aber auch noch nicht beendet. Angefangen ist es bereits. Von Will McCallum, Wie wir Plastik vermeiden und einfach die Welt ändern. Ein Buch, das selbst nach höchsten Maßstäben damaliger Zeit entwickelt und hergestellt wurde, um eben auch möglichst Plastik zu vermeiden. Denken wir an Shaolin von Bernhard Möstl. Die 7 Prinzipien emotionaler Selbstbestimmung geht auch wieder sehr in die Richtung,
Meditation, Ikigai, Weisheiten eines Yogi und so weiter. Ich glaube, die Richtung zeichnet sich sehr ab bei mir. Wieder mehr im kognitiven, psychologischen Bereich, Daniel Kehlmann, schnelles Denken, langsames Denken, Thinking Fast and Slow, schon fast ein psychologischer Klassiker. Nassim Nicholas Taleb, der schwarze Schwan, die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse, denn man nennt auch Dinge, die sehr unwahrscheinlich sind, schwarzer Schwan. You are a badass, how to stop doubting your greatness and start living an awesome life, von Chen Sincero, ein Persönlichkeitsklassiker, für die Persönlichkeitsentwicklung ein Klassiker, der oft genannt wird. Ich habe den hier auf Englisch, habe ihn aber auch noch nicht gelesen. Von Jim Holt gibt es Alles oder Nichts, eine philosophische Detektivgeschichte. Wie es hier schon drin steckt im Titel, ist es eine philosophische Geschichte, also ein philosophisches Sachbuch. Ein Buch, das vielen bekannt ist, von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Veit Lindau, Seelengevögelt, Manifest für das Leben. Ein Buch, in dem er fordert, das Leben zu leben und den Rebellen in sich zu erwecken und unsere Grenzen zu sprengen, uns verletzlich zu zeigen. Dann kommen noch humoristische Bücher bzw. Werke von Comedians. Thorsten Sträter, Als ich in meinem Alter war. Patrick Salmen, Ekstase ist doch auch mal ganz schön. Tobi Katze, immer schön die Balance halten, erwachsen werden ist ja sonst nicht unsere Art. Tobi Katze, Rock'n'Roll mit Buchstaben. Tobi Katze, morgen ist leider auch noch ein Tag, irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet. Man merkt, welche Bücher ich am meisten besitze, Tobi Katze, oder am wenigsten gelesen habe, Tobi Katze. Das war's für heute mit dem Regalbrett und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Und komm gerne morgen wieder für das nächste Regalbrett und für weitere Bücher, die ich dir zeigen möchte. Bis dahin, mach's gut und tschüss!